Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, es ist jetzt ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal gezockt habe. Ich bin jetzt auch ohne Bart. Also beziehungsweise ein bisschen Bart wächst wieder nach. Ich weiß jetzt aber nicht, was haben wir das letzte Mal gemacht? Wo stecken wir gerade mittendrin? Tamina sagt, dass Manka Kamoran in seinen Schriften eine Nachricht verborgen hat. Das ist die aktuelle Quest? Eine verborgene Bedrohung? Erläuterung zum Mysterium Xarxes von Manka Kamoran. Möge der Besitzer des vierten Schlüssels auf diese Weise das Herz kennen. Über die Mundex Terrene herrschten einst allein die tyrannischen Dreukönige. Jeder mit seinem eigenen Reich und um die Grenzen zwischen ihren versklavten Ozeanen wurden Kriege ausgefochten. Sie waren den Zeittotems des Altertums ähnlich, aber böse und voller Hohn und profaner Kräfte. Wer lebte, tat dies nur unter Duldung der Dreus. Ich gebe meine Seele den Magna G, sagt der Freudige im Paradies, denn sie haben Merunes das Rasiermesser insgeheim erschaffen, in den Tiefen von Lyk, der Domäne des Emporkömmlings, das verschwindet. Obwohl sie aus verschiedenen Wassern kamen, diente jedes Get einem gemeinsamen Zweck, einen Fürsten des Guten zu erschaffen, dessen Gestalt in willkürlichen Höhlen zu kleiden und ihn mit dem wertvollsten und seltensten Gut von Oblivion zu erfüllen, Hoffnung. Unsterblich intoniere ich aus dem Paradies Merunes der Diebfänger, Merunes Gottesleib, Merunes die roten Waffen, die aufstiegen, Numantia Freiheit. Bestreitet nicht, dass diese Tage wiederkehren werden, meine Novizen. Denn so wie Merunes Lyk unterwarf und sein Gesicht zerbrach und jeden der 19 und 9 und 9 Ozeane für frei erklärte, so wird er die Schlangenkrone des Ruriels zerschmettern und für Zusammenschluss sorgen. Alles wird sich in diesen Tagen ändern, wie es damals endete. Denn mit und durch das Zauberwort Numantia erhob sich ein großer Aufruhr. Und die Türme von Chimel Gajik wurden niedergerissen. Und die Templer des Emporkömmlings wurden niedergemetzelt. Und Blut tropfte wie Tau von den obersten Höfen in die niedrigsten Gruben, wo die Sklaven mit irren Gesichtern, mit Ketten und Zähnen über ihre Gefängniswärter herfielen und alle Hoffnung wie ein Buschfeuer war. Alter, da war nirgendwo ein Punkt. Ich wollte jetzt endlich mal wieder was trinken. Mein Hals macht gerade nicht so viel mit, sagen wir mal so. Eure Morgendämmerung lauscht auf euch, mein Fürst. Soll das Chaos wissen, dass es frei ist. Merunes ist gekommen, es gibt keine Herrschaft, außer der des freien Willens. Sonnen wurden gespalten, als eure roten Legionen von Lyk aus in das Hinterland der Kälte zogen. Eine Legion für jeden Get und Kuri wurde niedergeworfen. Und Jaff wurde niedergeworfen und Hormagile mit Kaltsalz zerquetscht und fortan Hor genannt. Und so soll es wieder in der Zeit der Tore sein. Unter den Sümpfen wurde Malbioge eingenommen, die alte Stadt der Ketten. In Neuknochenwärme gesättigt und befreit. Galg und Morgalg wurden einer einzigen Nacht des Tages eingenommen und so soll es wieder in der Zeit der Tore sein. Nichts als Leid für Nieren, das zur Grube geworden ist, und sieben Flüche auf seinen Treu, die Vermeer Nimok. Ohne sie wären die Kreuzzüge wie die Schöpfung meines Fürsten. Tut ihr, wie ihr wollt, ungehindert, außer durch euer eigenes Gewissen. Wisset, dass eure Hölle gebrochen ist, folgt des Chaos und lobe die Numantia, die Freiheit bedeutet. Sümpfe. Also irgendwo hier? Also hier schon zu hoch, glaube ich. Chedinal ist da. So, aber hier irgendwo? Hier Schwarzwald und hier Schwarzmarsch.
Kann ich da irgendwie eine Markierung machen? Nee, oder? Ich kann hier keinen Wegpunkt setzen. Das heißt, wir sind ja gerade in Skingrad. Wir müssten den ganzen Weg hier wieder Richtung Süden machen. Warte mal. Welchen Zustand haben meine Waffen? Wir haben jetzt gerade das Glasschwert aktiv. Klinge des Leids. Okay. Hatten wir schon repariert. Oh, gut. Okay, jetzt bin ich neugierig, ob wir das finden können. Das heißt ja auf jeden Fall bei den Sümpfen. Also müssen wir in Richtung Schwarzmarsch gehen. Hallo. Selber hallo. Und ist es auch so eigentlich hier, wenn wir ein Oblivion-Tor betreten haben? Dies ist ein Überfall. Gib's her oder stirb. Ja, was soll ich denn hier hergeben? Nein? Wer hier zieht dies sogar vor? Jetzt ist Schluss! Autsch. Was ist los? Denk an den Kaiser. So, Mithrilschild. Glasstreitaxt. Woher hat er das? Das ist ein Wegelagerer. Woher hat er das? Ich frage mich gerade wirklich, woher hat er das? Hoppala. Und wie kann er sich das leisten? Falls er die gekauft haben soll. Ist das der nächste Wegelagerer? Ja. Alter. Hä? Was ist los? Werdet ihr müde? Wo seid ihr hin? Alter, ich sehe nicht, wo die hin ist. Autsch. Wo ist die hin? Da. Hör auf. Jetzt werdet ihr Schmerzen kennenlernen. Alter, ging die mir jetzt auf den Sack. So, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wir müssen die Pfeile auch mal wieder einlagern. Wo ist ihr Bogen? Bin bestimmt runtergerutscht, ne? Finden wir nicht mehr. So, wollen wir die Kräfte hier einmal wieder an uns reißen? So,
So, sie haben Kraft aus der Quelle gewonnen. Der arme Schwarzbär. Ich sehe schon, was da auf uns zukommt. Oh nein. Ah, okay, Jetzt ist Schluss. Habe ich ihn jetzt getroffen? Zeigt mir, was ihr da habt. Stirbt er? Zeigt mir, was ihr da habt. Dann lasst ihr die miteinander kämpfen. Ich mag die Irrlichter gar nicht. Und da haben wir schon gleich das nächste. Und noch so ein Troll. Okay. Den haben wir zumindest. Jetzt weiter Richtung Schwarzmarsch. Apropos, haben wir noch Sachen zum Reparieren da? Ja. Hoppala. So. Warte mal, ist hier auch noch eine Statue? Und ist nur eine Statue. Von welcher Gottheit oder welcher Dremora? Dedra ist hier. Klavikos Wille Schrein. Ich habe mich mit Fürst Will angelegt und meine Seele verloren. Ein geringer Verlust, denke ich. Gulgroburger. Er ist ein strenger Meister, aber er ist gut. Ich habe mein Wort gegeben und ein Ork steht zu seinem Wort. Ah, Klavikos Wille und hier haben wir Barbas. Ihr seid hier in der Nähe des Schreins von Klavikos Wille. Ihr solltet euch hier nicht aufhalten, es sei denn, ihr habt etwas mit Fürst Klavikos zu regeln. Schrein von Klavikos Wille. Hier huldigen wir Fürst Klavikos. Habt ihr etwas mit dem Dädra zu besprechen? Was für ein Geschäft? Man kann immer ein Geschäft machen, sogar mit einem Gott. Ihr könntet sehr reich werden
oder qualvoll sterben. Wenn ihr mit Clavicus Will ins Geschäft kommen wollt, bietet ihm 500 Goldstücke an und hofft, dass der Fürst euch gewogen ist. Okay, wie? Ich werde hier sein. Schreib von Clavicus Will. Er verlangt, dass ein mächtigerer Champion diese Mission beginnt. Arschloch. Wir sind ihm nicht mächtig genug. Ja, aber das finde ich irgendwie an den älteren Teilen von Elder Scrolls geil. Weil bist du nicht stark genug für die Götter oder irgendwen, sagen die, tschüss, verpiss dich. Sieh zu, dass du besser wirst oder so. In Skyrim kannst du einfach random alles annehmen. Egal wie stark du bist oder was für Talente du hast. Gibt es nur wenige Ausnahmen. Da haben wir Magier. Davon läuft ein Magier. Ist er aber Freund oder Feind? Der beschwört einen Daedra. Alter, dann machen wir den da fertig. Warte mal, hier ist irgendwo noch irgendwas, das mit uns kämpfen will. Autsch. Alter, okay. Jetzt eben schnell wieder aufladen hier. Eure Magie reicht nicht aus. Mist. Wie sieht das mit Skillpunkten jetzt gerade aus? Schwertkampf sind wir schon bei 92. Das ist schon mal gut. Blocken 61, Schwertrüstung 72, Veränderung 30, Zerstörung 32. Ich freue mich schon, wenn wir die anderen Attribute hier auch noch alle auf 100 kriegen. Ich drücke immer F. Wir könnten aber auch mal demnächst schauen, dass wir vielleicht einen der anderen DLC-Quests hier auch noch machen. Wir haben ja einige DLCs hier als Quest bekommen. So über Briefe und sowas. Dass wir die auch nochmal erledigt bekommen. Anfangen. Zum Beispiel, hoppala, ich wollte jetzt M drücken hier. So, eine sonderbare Tür. Weiß nicht. Aber Festung Bulwark, glaube ich, war das so. Deepscorn Hollow. Auf jeden Fall. Thundercliff Watch ist ein DLC. Warte mal.
Verfallene Mine, Kämen. Schnellwasserhöhle. Frostcrack Spire, das ist ein DLC auf jeden Fall. Hier Battlehorn Castle. Ich wünschte, ich könnte hier ein bisschen mehr rauszoomen. Camp Ales. Okay, wir haben aber auch schon ein bisschen was erkundet hier. Hier im Norden waren wir zu wenig unterwegs, fällt mir gerade auf. Wir sind bisher immer nur im Süden unterwegs. Im Norden müssen wir auch mal was machen. Die alte Brücke. Warte mal. Ah, okay. Nein, nicht nach Holzkohlenhöhle. Nein. Ist da nur ein paar Meter. Ich drücke immer wieder die falsche Taste. So. Hornhöhle haben wir auch noch erreicht. Das ist kein Schwarzbär. Ein Braunbär. Autsch. Alter. Ich merke schon, wir sind jetzt schon auf so einer Stufe, wo die Gegner wieder ordentlich stärker werden. Wo wir gezwungen werden, hier aufzusteigen, beziehungsweise uns nochmal auszurüsten. Stimmt, aber das war ja auch in Skyrim eigentlich wieder weg, so mit diesen Skills, sage ich jetzt mal. Hauptfertigkeiten und Nebenfertigkeiten. Dass man da nur an den Hauptfertigkeiten hier auflevelt. In Skyrim ist das so, dass man irgendwie an allen Fertigkeiten auflevelt. Aber da hat es dann wiederum den Vorteil, dass man, also in Skyrim, dass man jederzeit, also man spezialisiert sich nicht sofort von Spielbeginn auf eine Klasse. Ich glaube, da gab es vielleicht Beschwerden oder so von irgendwelchen Spielern, die gesagt haben, so, ich will keinen neuen Charakter erstellen, wenn ich meine Klasse ändern will.
hat alles irgendwie Vor- und Nachteile. Okay. Oh nein. Okay, das war nur ein Schwarzbär. So, Hammer. Alter! Wie viel geht da, ging da jetzt gerade kaputt? Wie sieht es mit Reparieren aus? Beziehungsweise Schmied? Waffenschmied? Wartung von Waffen und Rüstung mit höchster Effizienz. Abgenutzte Waffen und Rüstung sind weniger effizient. Ja, Schmieden müssen wir auch definitiv lernen. Eure Magie reicht nicht aus. Ein bisschen. Da ist ein Oblivion-Tor. Ich wollte schon sagen, wo sehe ich denn jetzt eins? Schenke ist so schlecht oben. Ah, Gesundheit ist voll. Frag mich aber auch, wie wird das Skillsystem dann in Elder Scrolls 6 aussehen? Und ich hoffe wirklich, Elder Scrolls 6 geht eher in einen der südlichen Länder von Tamriel. Also Walen, ah nein, Schwarzbär. Also Walenwald, Somerset, Elsweyr oder auch Schwarzmarkt. Okay, der Schwarzbär geht noch in Ordnung. Und der ist noch nicht so schlimm. Noch ein Minotaurus. Out. Der sieht aber auch knuffig aus. Der sieht wirklich knuffig aus. Hey. So, wir brauchen aber was von ihm. Die Minotaurenhörner. Oh nein, die beste Stelle skippt das jetzt. Wer bist du denn jetzt? Was ist das denn für ein Bogen? Silberbogen. Können wir vielleicht verkaufen? Elfendolch? Silberpfeil? Und mir steckt ein Pfeil im Arm.
Boah, würde so mir ein Pfeil im Arm stecken, ey. Alter, ich hätte so Schmerzen. Ich glaube, ich würde sogar heulen. Selbst Trolle sind nicht mehr so stark. Dafür haben wir andere starke Gegner mittlerweile, die uns auf den Sack gehen. So, an Bravil müssen wir ja vorbei. Das war doch Bravil hier, oder? Das war genau Bravil. Aber wir müssen da auch... ich warte lieber da drinnen in der Stadt. Wir müssen aber auch eben kurz ein paar Sachen verkaufen. Gruß euch. Auch Gruß und Grüße zurück. Was ist mit dem Pferd, das hier immer im Weg steht? So, 12 Uhr abends haben wir. Machen wir so 8 Stunden. Nee. Hier. Hier können wir Sachen verkaufen. Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Handel. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel. So. Glaskurzschwert, Glasstattach behalten wir erstmal. Silberbogen. Das klingt. Ihr seid ein harter Falscher. Dremora Kaitev-Schild. Goldene Halskette. Goldring. Ein Ex. Mithrilschild. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Ektoplasma, Minotaurenhorn, Nierenwurz, Trollfett. Trollfett brauchen wir nicht. Das klingt nach einem angemessenen doch. Preis. Hatten wir doch gebraucht für irgendwas. Mist. Für irgendwas hatten wir das gebraucht. Ich glaube, so viele Pfeile. Die müssen wir auch mal irgendwann einlagern. Beehrt uns bald wieder. Wiedersehen. Hatten wir Trollfett gebraucht? Einer von Klavikus Willis Jüngern sagte mir, dass zur Beschwörung des Dädra eine Opfergabe von 500 Goldstücken am Schrein dargebracht werden müssen. Warnte mich vor Glathir, der Verrückte. Kauf ein Haus in Bravil. Ach, wir besitzen hier ein Haus. Stimmt, hier besitzen wir ein Haus. Wo suche ich... Sucht sich Trollfett überhaupt? The Arena. I've got everything. während der Nacht ein Löwenfell als Opfer da erreichen muss. Okay. Firul Ravel sagt, ich bräuchte einen geringen Seelenschein, einen Kopfsalat und etwas Garn als Opfergabe für Shigurat. Ich habe Sindarion die ersten 10 Exemplare, ja, Tränen des Retters, in einer Art und Weise vor langer Zeit eingefroren wurde. Und zu erfahren, wo sie sich befinden können, schlug er mir vor, mich an einem seiner Kollegen im Alchemiehauptquartier in der Kaiserstadt Julian Farnes zu wenden. Betrunkener Ruhestörer. Wenn jemand Minotaurenhörner. Ach, Ogerzähne. Okay, Minotaurenhörner und Ogerzähne finden könnte. Würde sie dafür bezahlen? Wie viele bräuchte sie davon? Okay, Trollfell brauchten wir nicht. Aber wir gehen mal weiter. Hallo? Selber hallo. Wir gehen mal weiter. Und suchen mal, wohin die Hauptquest uns führt. Also in die Sümpfe müssen wir. Hallo?
Hallo? Was für Gebirge sind denn das eigentlich da hinten? Also wie heißen die Gebirge? Löwenpelz. Bräuchten wir mit einem Kopfsalat und einem Löffel für Shirgora. Ich werde euch in Stücke hacken. Mich in Stücke hacken. So, Lebensenergie, niedrige. Oh, die Musik wieder. Wie geht es euch? Halt die Klappe, die gute Musik läuft. Boah, ich liebe diesen Song wirklich. Boah, ich dachte schon, was kommt da auf uns zu? Oh, hallo. Hallo. Was kann ich für euch tun? Was okay. Seht euch vor? Was ist denn das da eigentlich für eine... Oh ne. Ein Braunbär. Alter. Alter, jetzt chill mal! Chill mal! Alter! Zur Vorsicht. Vielleicht auch einmal kurz speichern. Ich weiß ja nicht, wann wir das letzte Mal gespeichert hatten. Vielleicht vorsichtshalber noch einmal. Alter, diese Braunbären, die sind brutal.
Ich glaube, wir müssten nochmal vielleicht ein bisschen mehr skillen, obwohl, selbst wenn wir jetzt skillen oder so. Ich weiß jetzt nicht, ab wann die, die schwersten Gegner kommen. Und wenn wir zu schnell skillen, Level aufsteigen und so. Nicht, dass wir dann irgendwie allem hier ausweichen müssen. Aber das ist es ja irgendwie in Elder Scrolls. Man skillt einfach weiter. Man müsste blöd in der Gegend rumstehen und nichts machen. Und selbst da wird dann irgendwas noch geskillt. Und dann steigt man auf. Aber ich finde auch wirklich, es wird Zeit, dass wir endlich mal bessere Rüstung mal bekommen. Und bessere Waffen. Okay, zu den besten Waffen gehört das ja schon. Warte, gibt es hier einen Daikatana? Oder ein normales Katana? Ich hätte gern so ein Katana hier. In Skyrim gibt es ja keine Katanas mehr, außer hier die Ebenerzklinge. Das ist ja das einzige Katana. Ah ja, und halt die arkavirischen Schwerter. Was beschwörst du? Ein Schwarzbären. Nein, wie die guckt. Aber ich hab dich nicht angegriffen, du hast mich angegriffen. Ich bin hier nur... Irgendwie, eigentlich sind die selber schuld, wenn die hier sterben oder so. Wenn die random irgendwen angreifen. Aber okay, ich kann das auch nachvollziehen. Die Zweiglinge wollen ihr Gebiet wieder haben. Ihr Revier. Ihre Natur. Und die Menschen, so wie die Elfen, so wie die Khajiit und Agonia, haben sie sich einfach genommen. Ohne Rücksicht, wem das Stückchen Natur da wem gehört. So, Dunkelforst. Wir sind in Blackwood angekommen. Und die Rehe gehen schwimmen. Okay, das sieht echt süß aus. So, wir sind ja jetzt da. Also haben Blackwood erreicht. Wir wollen jetzt irgendwo auf die andere Seite vom Fluss.
Okay, da läuft jemand. Irgendwo hin. Wer ist das? Was hat der da vor? Egal. Wen auch immer der da angreifen will, ich halt ihn nicht auf. Da werden wir gleich aber von was angegriffen. Etwas, was nicht so schön ist. So, können wir den Glühstaub? Brauchen wir nicht. Es sind mir zu viele Irrlichter hier. So, lass mich raten, ich darf wieder reparieren. Okay, der eine Hammer, der ist super. Der eine Hammer hält lange durch. Ich frag mich aber, warum unser Schwert hier so schnell kaputt geht. Oder kann es sein, dass die Sachen, die man anfangs aus den Dedra-Toren holt, nicht gerade bist du ein Bandit? Autsch. Stirb. So, was hast du da? Silberstreitkolben und ein Dietrich. Ich glaube, wir werden vielleicht irgendwann später, wenn wir eine bessere Stufe haben oder so, nochmal in die dädrischen Ruinen gehen. Denn ich glaube, wenn man relativ früh reingeht, haben die eine mindere Qualität. Autsch. Stürzt euch in mein Schwert, solange ihr noch die Möglichkeit... So, Dietrich. Und eine Zwergensteinaxt. Ist hier. Gibt's hier in Oblivion. Dwemer Ruinen. Wir müssen mal den Norden erkunden. Ich will jetzt. Ich hoffe. Boah, ich habe jetzt gerade einen Sprachfehler. Ich hoffe, hier zumindest eine Dwemer Ruine hätte ich gerne. Eine würde ich gerne sehen, wie es in Oblivion aussieht. Also eine Dwemer Rüstung hatten wir ja schon fast vollständig, glaube ich. Ich glaube, da hatte jetzt nicht wirklich was gefehlt. Hoppala. Weiße Hengstunterkunft. Hier sind wir wieder. So, gucken wir nochmal auf der Map. Wir wollen auf die Seite und hier uns im Wald ein bisschen umsehen.
Ich glaube, wir gehen lieber hier rum. Cyrodiil, okay. Wir haben Cyrodiil erreicht. Okay. Irgendwas will mich hier angreifen. Dein Ernst? Du kommst? Was ist denn das da? Heute zu Amelion Grab. Ich glaube, hier waren wir schon mal. So, Lea Wien. Ja, haben wir erreicht. Und jetzt erstmal den ganzen Wald hier absuchen, in der Hoffnung, dass wir hier irgendwas finden. In den Sümpfen. Das uns mit der Hauptquest weiterführt. Vorausgesetzt, das war auch der richtige Weg. Da hat irgendwas gerannt. Ich hoffe, das war nur Hirsche. Rehe, Entschuldigung, Rehe. Da hinten haben wir einen Grafikfehler. Warum ist da ein Grafikfehler? Das ist ja noch im wichtigen Teil der Map. Bereiche geladen. Ah, okay. Okay, das sieht aus wie so eine Festung. Von den Eladen. Kann es sein, dass wir vielleicht in diese Festung müssen? Und davon haben wir noch ein Dörfchen. Vor allem die sind genau vor der die haben ihr Dorf genau vor der Eladen-Festung hier gebaut. Und ist auch noch eine Burg oder so. Glaubt ihr den Erzählungen, nach denen sich überall Oblivion-Tore auftun? Oh oh. Lasst mich in Ruhe! Hans-Groh Huber, bevor ich es mir anders überlege. Schönen Tag. Und Floyd Nathans. Dass man Trolle verbrennen soll, ist ein Ammenmärchen. Feuer mögen sie zwar vielleicht auch nicht, doch ein scharfes Schwert reicht völlig, um sie zu zerstückeln. Schönen Tag. Warum haben die Vulkanglas? Was? Meine Lieblingsstadt? Anvil. Hübsche alte Steinhäuser und der Hafen bei Sonnenuntergang ist wunderschön. Ja, das stimmt. Anvil ist richtig schön. Auf Wiedersehen. Ich mag Anvil auch. Der hat Vulkanglasbogen. Was? Schönen Tag. Nein, ich stecke die Waffe weg. Jetzt ist die Frage, suchte ich das hier? Oder darf ich noch tiefer in die Wälder hier hinein? Veyond haben wir gefunden. Ich glaube, Veyond war nicht das, wonach wir gesucht haben.
Ja, aber ich würde sagen, machen wir hier dann mal in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!